ist total verfilzt hier. Das ist Wahnsinn, hier da auch. Ne? Alles überlappt. Das liegt alles schon übereinander. Oh, ey. Hallo, liebe Rasenfreaks. Was ist das denn? Regen. Ich will jetzt mähen und es regnet so, wie es schon lange nicht mehr geregnet hat. Habe ich jemals ein Video für euch bei strömendem Regen gemacht? Ich glaube nicht. Einmal habe ich mit dem John Deere bei Regen gemäht und es hilft nichts. Ich muss jetzt mähen. Ich muss den E-Flex rausholen. Der E-Flex ist ein Profimäher. Der sollte auch bei Regen gehen. Okay, bleibt dran. Ja, es hat so richtig geschüttet. Alles gleich vorbei. Gleich vorbei. Oh Mann. Nichts in den Tankkorb rein. Nichts. Tankkorb füllt sich nicht. Los hier. Naja. Aber viel ist es nicht. Auch eine Grumer-Einheit. Wisst ihr, was eine Grumer-Einheit ist? Ein Grumer ist ein, im Grunde genommen ein Vertikutierer, bestehend aus ganz vielen scharfen, eng zusammengesetzten Messern. Und die schneidet das Gras senkrecht, also senkrecht in zwei. Und wenn die flachliegenden Halme, die jetzt so spreizen, gibt es ein ganz tolles Video, das verlinke ich mal, das ist wirklich gut, vom Amerikaner. Lawn Porn, so heißt er. Der hat das ja schon beschrieben und hat das wirklich schon gemalt. Der kann auch gut malen. Und ich habe ja auch das Problem, dass mein Gras immer so in die Breite wächst. Und dieser Grumer, diese Grumer-Einheiten für diese Profispindelmäher, die kann man also noch vor die Spindel setzen und die schneidet das Gras senkrecht in zwei und reißt es auch so ein ganz bisschen hoch. Schweineteuer. Ist unbezahlbar, aber das wäre echt eine coole Sache. Oh Mann, das wäre cool. Das ist so eine Stelle, hier liegt das Gras extrem platt. Und wenn ich es jetzt hier hochreiße, dann sieht man, wie büschelig das Gras hier schon rübergelegt ist. Also es ist richtig, richtig büschelig platt. Und der Grumer würde das alles jetzt klein schneiden. Und dann hätte es wieder mehr Luft. Es ist schon richtig filzig hier. Guckt euch das an. Und das ist gruselig. Also das ist überhaupt nicht gut.
Das ist zu dicht. Viel zu dicht. Ich muss da dringend was tun. Aber vertikutieren würde ja auch gehen. Oh nee, das ist alles schon übereinander gelegt, weil der Spindel mir immer runterdrückt. Und der Grumer würde es eben immer klein schneiden. Hier. Hier, das ist gut hier. Ganz langer Halm. Der ist gut. Ne? Der liegt hier so platt. Und der muss dann zerteilt werden. Tatsächlich kann auch ein zu dichter Rasen Probleme machen. Ne? Der Rasen fängt auch an, dann natürlich abzusterben, wenn er keine Luft mehr bekommt und kein Licht mehr tiefer in den Boden eindringt. Und da muss man eigentlich dann dieses senkrechte Mähen machen. Es gibt tatsächlich, dieser Amerikaner hat tatsächlich eine eigene Maschine. Die hat nur so eine Grumer-Einheit, ganz viele Scheiben, ganz dicht zusammen. Und damit schlitzt er senkrecht seinen Rasen durch. Gar nicht schlecht. Ja, das habe ich nicht überall, aber an manchen Stellen ist das eine Katastrophe. Gut. Langkreisel. Doppelkreisel. Gut, das ist voll genug. Oh, was ist das denn hier? Was ist das denn jetzt hier? Regenwürmer. Regenwürmer, schwarze Punkte. Da kommen sie wieder nach oben, die Regenwürmer. Das ist gut, 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 gut. Die arbeiten den Boden durch. Oh. Okay, ja, soweit reicht für heute. YouTube ist jetzt vorbei. Komm, mach ein vernünftiges Outro. Meine Frau sagt, ich soll ein vernünftiges Outro machen. Also tschüss, liebe Rasenfreaks. Es ist wunderbar. Wir mähen bei jedem Wetter. Egal ob Schnee, Sturm, Hagel oder Sonnenschein. Das Mähen, das macht Spaß und ist immer fein. Zum Schluss. Du warst auch schon mal besser. Ich war auch schon mal besser, ja, es ist Schluss jetzt. Das wird immer schlimmer. Die Videos werden immer schlimmer. Nein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Ciao.